Willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute beschäftige ich mich mit BlueStacks. Und zwar, das ist ein Emulator, mit dem ihr... Gerade hier. Das ist ein Emulator, mit dem ihr Castle Clash am PC zocken könnt. Dazu habe ich auch schon ein Thread im offiziellen IGG-Forum erstellt, was neue Smartphone BlueStacks was tun. Und zwar dasselbe, was ich euch heute zeige, gilt genauso für euer neues Smartphone, wenn ihr den vorhandenen Castle Clash Account mit eurem neuen Handy verbinden wollt. So, wenn ihr Castle Clash am PC zocken wollt, dann müsst ihr euch einfach mal BlueStacks runterladen. Den Download-Link habe ich hier. Wie ihr seht, der Download startet von ganz alleine. Das dauert ein paar Minuten. So, nachdem der Download abgeschlossen ist, öffnet ihr einfach das, was ihr runtergeladen habt, und BlueStacks wird eigenständig installiert. Viel müsst ihr eigentlich nicht mehr machen. So, es läuft eigentlich von allein. Laufwerk müsst ihr eventuell noch auswählen, wo es drauf soll. So. So. Die Installation müsst ihr euch jetzt nicht anschauen, da spule ich jetzt einfach mal kurz vor. So, nachdem ihr BlueStacks jetzt erfolgreich installiert habt, befolgt ihr einfach die weiteren Schritte, die hier auftauchen. So, und zwar nicht erneut anzeigen, ihr stimmt dazu. In einer früheren Version von Android haben wir Option okay. Ja, das möchten wir. So, dann könnt ihr eigentlich schon fast durchstarten. Und zwar, ihr müsst jetzt eure Konten einfügen. So, sucht einfach mal nach Schlosskonflikt. Genau, jetzt kommt es nämlich, ihr müsst den App Store aktivieren und dazu müsst ihr euer Gmail-Konto eingeben. So, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispielkonto, was ich extra fürs Video angelegt habe. BlueStacks App Player heißt der. BlueStacks ein. So. Nachrichten wollt ihr keine erhalten. Das Google-Konto die Daten sichern, ja. Okay. So. Nein, das war ja nicht. BlueStacks 1 ist das Passwort. So. Jetzt könnt ihr den Google Play Store nutzen. Ihr gebt einfach ein Schloss Konflikt. So. Das erste ist das Deutsche. Das ist einfach runterladen. So. Überspringen. Das akzeptieren wir. Fortsetzen. So, wenn Schlosskonflikt installiert ist, könnt ihr das Ganze mal öffnen. Und dann sollte eigentlich ein neuer Account erscheinen. So. Genau. Die Musik machen wir gleich mal aus. So, ihr habt jetzt hier einen komplett neuen Account.
So, dieser Account ist jetzt eure Standardanmeldung. Das heißt, so, ihr verknüpft den am besten gleich. So. Und zwar, die Verknüpfung geht hier los. Und jetzt müsst ihr diesen Account fest mit dieser E-Mail verknüpfen. So. Jetzt könnt ihr diesen Account auf jedes andere Handy, beziehungsweise nicht nur Handy, sondern auch jeden Android Emulator wie BlueStacks oder Andy übertragen. Wie, das zeige ich euch gleich. So, und zwar, wir gehen raus aus Castle Clash. Das brauchen wir auch nicht. So, um euren Main-Account auch zocken zu können, müsst ihr einfach auf die Einstellung von BlueStacks, da klickt ihr auf alle Apps, BlueStacks-Einstellungen, und dann geht ihr hier. Dasselbe gilt übrigens für ein neues Smartphone. Geht ihr hier auf Konten verwalten, Google, und hier nehmt ihr jetzt ein vorhandenes Konto und gebt einfach ein, wie euer Gmail-Konto lautet. Ich nehme jetzt mal meinen Smurf-Account. Das @gmail.com wird immer automatisch ergänzt. So, nachdem ihr das Passwort eingegeben habt, einfach auf Weiter. Okay. Weiter. Zahlungsoption brauchen wir nicht. Überspringen. Ja. Und schon habt ihr euer Google-Konto hinzugefügt. So, jetzt könnt ihr einfach auf Schlosskonflikt gehen und startet die App. So, wie gewohnt geht die Standardanmeldung auf, aber wenn ihr jetzt hier auf Wechseln klickt, seht ihr, dass eine neue Gmail verbunden ist. Da klickt ihr einfach drauf, hier auf OK. Die Anfrage kommt nur einmal, beim ersten Mal, danach nie wieder. So. Und dann seid ihr hier auf eurem Main-Account. So einfach geht es. Ihr könnt beliebig viele Konten hinzufügen und beliebig viele Smurfs erstellen. So. Wie gesagt, ich habe auf meinem App-Player an die 16 oder 17 Smurfs mittlerweile. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Video und wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß beim Zocken.